Zuckerwatte, Dosenwerfen, eine Wasserschlacht oder Kinderschminken. Beim Campusfest werden aus Erwachsenen noch einmal kleine Kinder. Ein Motto gibt es sogar auch. Es war einmal in Düsterwald, hieß es am vergangenen Freitagnachmittag. Dabei sorgen 15 Acts auf der Märchenschlossbühne und auf der Bühne der Drachenhöhle für richtig gute Stimmung. Alle geben sich hier total viel Mühe, das Wetter passt, alles cool. Super entspannte Atmosphäre auf jeden Fall. Coole Bands da, eben habe ich eine ganz gute gehört. Ich bin gespannt, ob noch mehr Leute kommen. Viele der Bands waren Wünsche der Studierenden, die hier allgemein auch das wollten, dass wir die herkehren, und wir haben uns da auch richtig bemüht, dass wir die hier hinkriegen. Und dadurch hat sich dann auch das Line-Up gebildet. Es sind teilweise Studierende dieser Universität, die in Bands mitmachen und einfach auch mal auf einer großen Bühne stehen wollen, aber auch größere Bands aus dem Umfeld, die tatsächlich auch Lust auf unser Campusfest hatten und das auch mal bunt gestalten wollten. Headliner dieses Jahr ist die Band Alaska. Die 5 Jungs aus dem Ruhrgebiet sind mittlerweile schon international unterwegs, aber immer noch bodenständig und freuen sich auf ihren Auftritt. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir eingeladen worden sind und haben damit eigentlich auch nicht wirklich gerechnet. Also es ist das erste Mal, dass wir jetzt auf so einem Uni-Festival spielen und dann auch noch als, sag ich mal, Hauptact. Das war irgendwie überraschend für uns. Zugegeben, richtig voll ist es am Mittag vor den Bühnen noch nicht. Die Organisatoren sind jedoch sicher, dass die Studis vom Essener Campus es noch nach Duisburg schaffen. Duisburg-Essen sind ja 2 Campi und ein großes Ziel, was dahinter steckt, ist halt immer ein bisschen die beiden Campi zusammenzuholen, ein bisschen den Austausch zu fördern und grundsätzlich den Studis halt ein bisschen was zurückzugeben. Den zeigen wir als Aster, dass wir auch dafür da sind, ein bisschen Präsenz zu zeigen und denen mal ein bisschen nahelegen zu können und zeigen zu können, was die Uni so drauf haben kann und dass wir für sie da sind. Das Campusfest der Uni Duisburg-Essen lockte am Abend noch zahlreiche Studierende an. So hieß es wenigstens für ein paar Stunden raus aus dem Uni-Alltag.